Herr Truffer, Herr Haub wird seit Samstag vermisst. Wo steht die Suche nach Herrn Haub? Aktuell haben wir leider noch keine Resultate, aber die Suche ist nach wie vor in vollem Gange auf beiden Seiten. Mit welchem Dispositiv wurde Herr Haub seither gesucht? Wir haben alle möglichen Hilfsmittel eingesetzt, technisch, Manpower mit Hubschrauber, mit Reko, mit LVS-Suchgeräten, mit Spürhunden und mit Bodentruppen. Die Suche verlief schwierig, haben wir bei der Medienkonferenz gehört. Was machte die Suche so schwierig nach Herrn Haub? Es war vor allem das Wetter oben im Hochgebirge. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten Tage mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometer. Und die Sicht, der Nebel, das Schneetreiben macht das alles einfach noch viel schwieriger. Wann wird die Suche nach Herrn Haub fortgesetzt? Die Suche wurde nie unterbrochen. Es gab mal eine kurze Zeit auf der italienischen Seite, wo man aufgrund der Lawinengefahr unterbrechen musste. Auf unserer Seite konnte man durchsuchen und aktuell ist die Suche nach wie vor im Gange. Der Suchperimeter ist enorm groß. Wissen Sie, wo weitersuchen? Es ist das berühmte Suchen der Nadel im Heuhaufen und es gibt keine klaren Indizien, wo er sein könnte. Von daher haben wir auch kein Gebiet, das man einschränken kann. War Herr Haub ein bekannter Gast in Zermatt? Herr Haub war sehr oft in Zermatt, er hat das Skifahren hier geliebt und war viel in Zermatt unterwegs.